Pfeifen, Freunde. Ja, ich bin's mal wieder. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Und ja, heute mal ein kürzeres Video, denke ich. Je nachdem. Kommt auch an, ob ich mich verquatsche oder nicht. Und es geht um eine Videoantwort. Unser lieber Tolkien hat eine, ja, nicht selten gestellte Frage gestellt und viele haben darauf geantwortet und ich werde mich natürlich anschließen und ja, es geht um die berühmte Inselfrage. Typische Stammtischfrage, die habe ich schon des Öfteren gehört. Meine Tabake haben bis jetzt eigentlich immer jedes Jahr gewechselt, wenn diese Frage gestellt wird, weil man immer einen Favoriten hat. Aber irgendwie habe ich mir diesmal etwas andere Gedanken gemacht und bin mal ein bisschen tiefer in mich reingegangen, auch nachdem ich die anderen Videos gesehen habe und habe da meine Entscheidung getroffen. Ja, man darf nicht so lange quatschen, sonst geht die Pfeife aus. Aber ein bisschen nachstopfen sollte eigentlich helfen. Geht doch. Ja, der liebe Tolkien hat einen sehr ähnlichen Tabakgeschmack wie ich und hat mir da ein bisschen was vorweggenommen. Und um das nicht ganz so langweilig zu machen, um denselben Tabak zu melden hier, dachte ich mir, dann nehme ich die andere Seite meines Geschmacks. Wie schon gesagt, Tolkien, mein Mixture 965 wäre auch meine Wahl gewesen, aber ich brauche ja nicht nur Engländer- und Balkan-Mischungen, sondern auch sehr gerne Vapors. Und ja, wir lassen unserer Fantasie mal freien Lauf. Und ich gehe mal davon aus, dass du auf der Nachbarinsel bist und dann kann ich dann zwischendurch mal rüberschwimmen oder beim Kanu oder auf einem Floß rüber und dann teilen wir uns die Tabak ein bisschen. Oder du gibst mir mal einen leckeren Pfeifenkopf ab, so wie das früher die Indianer gemacht haben. Pfeife kann ich nicht mitnehmen, hier wird er nass und hat wahrscheinlich zu lange Trockenzeit, aber irgendwie werden wir uns sicherlich einig, denke ich. Ja, was habe ich denn dann gewählt? Es bleiben dann die Vapors. Wie schon gesagt, zu meiner Pfeifengeschichte, also der erste Tabak, der mir richtig gut geschmeckt hat, ich habe auch direkt Ophi angefangen, war die My Mixture 965, das war wie eine Offenbarung für mich und ist immer noch einer meiner Lieblingstabake, wenn nicht sogar der Lieblingstabak. Und der zweite war eigentlich der St. James Flake, der kam damals, glaube ich, gerade auf den Markt, da habe ich meinen ersten Versuch mit Vapor gestartet und ja, der St. James Flake war der erste, den ich geraucht habe. Aber es gibt mittlerweile einen Tabak, der gleich auf ist, den ich auch sehr gerne rauche. Und ja, am besten zeige ich euch mal beide. Fangen wir an mit dem St. James Flake. Den habe ich leider nicht in Flake-Form, sondern nur noch in Plug-Form. Also ein 250 Gramm Plug. Kann man sich auch schön die Scheiben abschneiden. Schmeckt ein bisschen intensiver, vielleicht sogar ein bisschen süßer als der St. James Flake. Aber ich glaube, das liegt nur in der Darreichungsform. Die Tabake sind die gleichen, ist wahrscheinlich nur, dass der eben ein ja, bisschen mehr zusammenbleibt, wenn man den in Scheiben schneidet und nicht so bröselig ist, wie der sonst in den Samuel Gareth-Dosen herkommt. Und der zweite, der gleich auf ist, zeige ich euch auch direkt, den habe ich auch hier in der Pfeife. Den habe ich als Cube Cut hier drin, zumindest was man als Cube Cut aus dem Tabak machen kann. Das ist dieser hier, Peter Heinrichs Curly Block. Auch ein super Vapor, ein bisschen weniger Perique als der St. James Flake, aber trotzdem sehr süffig, sehr schmackhaft und ja, wenn es nur einen Tabak geben würde aus der Vapor-Reihe, würde ich diesen nehmen. Den habe ich dann auch reingestopft. Ich habe mir lange Gedanken gemacht und gesagt, der geht immer. Und ja, was wäre jetzt mein Inseltabak? Ist auch sehr handlich, passt gut irgendwie in den Rucksack oder ins Hosenbein. Oder naja, ich gehe mal davon aus, dass der Tolkien gnädig ist und uns
in die Situation gebracht habe, dass wir dann auch unendlich Pfeifentabak zur Verfügung haben. Dann könnte ich mit dem ganz gut leben, den kann ich eigentlich immer rauchen. Ja, die Insel Pfeife ist mir ein bisschen schwer gefallen. Viele suchen sich ihre schönsten Stücke raus oder die sie am meisten vermissen würden. Ich bin eher so nach der Praktikabilität gegangen. Habe mir da auch zwei Pfeifen rausgesucht und mich dann nachher für eine entschieden. Das sind auch die zwei Pfeifen, wo ich eigentlich am meisten die Vapors draus rauche, aber schon seit geraumer Zeit. Die erste, die ich euch zeigen will, die kennt ihr auch schon. Auch ein Neuzugang von Peter Heinrichs, ist diese Savinelli Otello. Kleines Pfeifchen, sehr zierlich. Passt so eine Fleckscheibe rein, wenn es hochkommt. Und sehr guter Clencher, sehr leicht. Also ich glaube, die ist unter 30 Gramm. Und da rauche ich sehr oft und gerne Vapors raus. Und die zweite ist die, die ich in der Hand halte. Mein Workhorse. Wird eigentlich jeden Tag geraucht, pünktlich, wenn ich Feierabend habe und dann auch meine Hunderunde gehe, ein Stück falsch, ist eine Bones. Ihr seht auch schon, die ist gut verfärbt, ob es jetzt vom Kondensat ist, glaube ich nicht, eher von fettigen Händen, also vom Körperfett, was man an den Händen hat, aber ich zeige es euch mal, es sieht auch ein bisschen verranzt aus, aber das macht den Charme aus, glaube ich. Ist noch ein tolles Shape, Mundstück sitzt auch gut. Kann man gut im Mund halten. Und letztendlich ist es diese Pfeife geworden. Erstmal wegen der Größe. Ist zwar, wenn man es so betrachtet, fast gleich groß. Ich stelle es mal hier oben drüber. Vielleicht kann man es irgendwie sehen. So geht es besser. Von der Länge der Pfeife sind die beiden gleich. Das hier hat nur ein längeres Mundstück. Aber diese hier ist irgendwie ein bisschen knubbeliger und ein bisschen praktikabler. Passt dann vielleicht in die Beintasche. Kann man vielleicht besser irgendwo verstecken, wenn man es muss, wenn man auf der einsamen Insel ist. Hat auch eine bisschen dickere Kopfwandung bzw. ein stärkeres Volumen. Also die sollte dann auch ein paar Jahre halten, obwohl man vielleicht später mal Cake mit einem Messer auskratzt. Und diese hier hat eigentlich sehr dünne Wände und ich glaube, da bleibt noch 10 Jahren, 12 Jahren, wenn man das nicht vorsichtig macht, auch nicht mehr viel übrig. Ja, so viel zu meinem Inseltabak und zu meiner Inselpfeife. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mal kurz nachdenken. Vielleicht gibt es noch irgendwas, was ich euch erzählen kann. Achso. Ja, ich habe wieder eine Tabaksendung bekommen. Mein geliebter Brown Flake Aromatic von Gavrith & Hogarth ist noch angekommen. Diesmal noch 200 Gramm. Und jetzt bin ich erstmal damit versorgt. Weil, ich musste nochmal zuschlagen. Ich war mir nicht sicher. Jetzt gehen die Inzidenzen in Großbritannien wieder hoch. Und wir fahren Ende Juli nach Schottland, aber wenn es so weitergeht, mal schauen, wie die Lage ist, ob wir überhaupt einreisen dürfen. Oder einreisen wahrscheinlich, aber ausreisen wird es wahrscheinlich schwierig. Durch die indische Mutante da verdoppeln sich gerade wieder die Zahlen täglich und ich hoffe, es bleibt auf England beschränkt und es geht nicht nach oben, nach Schottland, aber man weiß ja nie. Peter Heinrichs Curly Block ist momentan vergriffen bei Peter Heinrichs, habe ich irgendwo gelesen. Soll aber Ende der Woche wieder kommen. Also fleißig bestellen. 275 Gramm ist so ein Curly Block. Und ich weiß gar nicht, was der gekostet hat. 57 Euro? 58 Euro?
werde ich euch beim nächsten Video mal sagen, was der gekostet hat. Also wirklich ein Top-Tabak, hält ewig. Und ja, davon werden dieses Jahr bestimmt auch noch vielleicht 2 oder 3 in mein Tabaklager wandern. Der aged sehr gut, wird immer süßer, immer süffiger. Und ja, Tabakpreise werden nicht niedriger, mit der nächsten Zeit eher höher. Da kann man auch ein bisschen vorsorgen. Nochmal für diejenigen, die jetzt das erste Mal zuschalten. Wie ihr hört, ich wohne in der Stadt, ich bin hier im Innenhof und hier alle Fenster sind auf, hier wohnen mehrere Studenten. Der Pfeifengeruch ist auch nicht das einzige, was man hier in dem Hof riecht. Also hier kommen noch andere Gerüche aus den Fenstern, passend zur Temperatur und zum Alter. Musik natürlich auch ohne Ende, da Hip-Hop, da Rock und hier in dem anderen Hof sind sie fleißig mit irgendwelchen Gewichten am Trainieren und da hört man die Gewichte knallen. Also wie schon gesagt, Stadtleben ist nicht für jeden etwas, aber es ist sehr unterhaltsam und es wird nie langweilig. Gut, das soll es nochmal gewesen sein. Nochmal liebe Grüße an euch alle. Bleibt gesund, genießt das schöne Wetter, so wie ich. Mit dem Hund war ich nur kurz draußen, ist zu warm für den. Machen wir heute Abend eine lange Runde. Und ja, das nächste Video. Ich hoffe, es klappt am Wochenende. Vielleicht wieder mit einem schönen Review. Ich weiß noch nicht, welchen Tabak ich reviewen soll. Vielleicht habt ihr irgendwelche Vorschläge. Setzt die mal unten in die Kommentare und dann fällt die Entscheidung wahrscheinlich auch ein bisschen leichter. Nochmal viele Grüße an Tolkien. Danke für diese tolle Challenge und ich habe gerne geantwortet und wünsche dir auf dem Weg natürlich auch nur das Beste und an alle nochmal draußen. Bis demnächst.